Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Unsere Truppen werden angegriffen. Hä, von wem? Sofort! Zum Angriff! Jawohl, wie ihr wünscht. Alles klar. Jawohl, sofort. Doofer Tiger, ey. Das Lagerhaus ist voll. Ja, von was haben wir jetzt so viel? Ach, ein bisschen Honig können wir auch erstmal verkaufen. Ein Karren wurde ausgesandt. Als nächstes soll das Lagerhaus ausbauen, sobald wir den Stein haben. Wie ihr wünscht. Sofort. Unser Brunnen ist versiegt. Verstanden. Dann sollte ich ihn einmal ausgraben, unseren Brunnen. Ich glaube zum Glück, dass das Brunnen erneuern immer gleich viel kostet. Ja, es ist halt nicht, er ist halt nicht so wie der Brunnen hier nebenbei. So. Lagerhaus ausbauen, dann haben wir wieder mehr Platz. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Auf euren Befehl. So, Lagerhaus ist ausgebaut. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Die Kapazitäten unseres Juweliers sind sehr begrenzt. Wenn ihr uns helft, das Gebäude auszubauen, werden wir euch zukünftig größere Mengen Edelsteine anbieten können. Oh. Ja, sollte machbar sein. Jetzt sollte auf jeden Fall wieder Eisen da sein, dass die beiden arbeiten können. Unser Geologe hat einen Brunnen wieder instand gesetzt. Sehr schön. Verstanden. Verstanden. So, dann greifen wir jetzt mal Räuber an. Wie ihr wünscht. Ein Steinbruch ist erschöpft. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Na jawohl. Komm, Puss, Puss. Verstanden. Sofort. Jawohl. 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 Die Regenzeit hat eingesetzt. Auf euren Befehl. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Angriff! Das ist normal während der Regenzeit. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Alles klar. Auf euren Befehl.
Sofort! Nicht aufgeben! Wie ihr wünscht. Kämpft weiter! Stürmt los! In den Kampf! Stürmt los! Angriff! So. Lass dann noch niederbrennen. Ach, nicht erreichbar gerade. Schon unterwegs. Oh, da ist noch ein Zelt. Ich habe Fackeln für euch. Zum Angriff! Die Prophezeiung ist endlich in unseren Händen. Priester Namavili wird sie in Lonpai studieren. Hoffen wir, dass sie uns helfen kann, Saraya zu befreien und die Priester der Tempel zu überzeugen. Wir müssen diese Prophezeiung unbedingt beschützen. Kana wird versuchen, sie unter ihre Kontrolle zu bringen. Wo ist sie denn gerade? Verstanden. Also ja, einen neuen Trupp, den anderen müsste ich auffüllen. Wie ihr wünscht. Jetzt muss ich aber eh erstmal warten, bis die Regenzeit vorbei ist. Aber hey, während der Regenzeit kann ich mein Weizenimperium hier planen. Ein Fischer findet keine Fische mehr. So passt da leider keiner hin. So ist es zu uneben. Schade. Ich sollte nämlich ein paar mehr Weizenfelder hier errichten. Da der Weg ja doch etwas weiter ist. So, eins noch. Gut. Das sollte mehr als genug Weizen sein. Wie ihr wünscht. Ja, bald ist die Regenzeit vorbei. Hoffen wir jedenfalls mal, dass die Regenzeit bald vorbei ist. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Die Regenzeit ist vorüber. Gut. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Seid auf der Hut! Marcus? Ei! Aber bitte da hoch. Also Getreidebauer weiter ausbauen.
auf euren Befehl. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Alles klar. Ei! Sofort! Ei! Schon unterwegs! Ein Steinbruch ist erschöpft. Jawohl! Ja, müssen wir beide Steinbrüche dann wieder instand setzen. Jawohl! Vorwärts! Na, jetzt kommt schon. Jetzt seid nicht langsamer als die Eskorte vor dem Karren. Das ist doch nicht wahr, oder? Es gibt kein Zurück! Vorwärts! Wie ihr wünscht! Schon unterwegs! Ei! Schon unterwegs! Der Ausbau ist gelungen. Ihr könnt nun mehr Edelsteine bei uns erwerben. Unsere Truppen werden angegriffen. Verstanden. So, sehr schön. Sofort. So, Getreidefarm ist fertig. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Alles klar. Wie ihr wünscht. Unser Geologe begibt sich auf euren Befehl. Alles klar. Jawohl. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Gut. Hier wird gerade die Burg ausgebaut. Jawohl. Hab Dank für diesen Titel. Die Siedler werden es mit Freude vernehmen. So, da wir auch mehr als genug Honig haben, eine dritte Taverne, bitte. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und da sollten wir auch ein bisschen unsere Straßen ausbauen. Okay, nicht mehr genug Steine, schade. Verstanden. Dafür haben wir jetzt Badehäuser. Der Brunnen wird was zu tun haben. Wir waren erfolgreich. Verstanden. Der alte Text der heiligen Prophezeiung Kanas ist entschlüsselt. Er besagt, dass erst in 200 Jahren wieder eine Reinkarnation der Göttin geboren wird. Wir müssen die Prophezeiung nach Parnai bringen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Unser Geologe so, wie viel hast du? 37. Sehr gut. Das ist sehr gut. Jawohl! Ei! Verstanden! Schon unterwegs! Jawohl! Dann schicken wir doch mal. Ein Karren wurde ausgesandt. Ich kann meine Soldaten mit Fackeln versorgen, wenn sie in der Nähe sind. Alles klar. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Alles klar.
Seid auf der Hut!